Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zur Ruhe kommen möchten mit dem Atem Gottes, denn so heißt ja unsere Achtsamkeitsübung hier. Wir beginnen wie immer mit einem Bodyscan, das heißt einer ganz kurzen Entspannungsübung für die verschiedensten Muskelpartien, die wir so am Körper haben und die uns im Alltag, im hektischen Alltag, im stressigen Alltag immer wieder zur Anspannung bringen, die wir also auch manchmal angespannt merken, gerade im Schulter-Nackenbereich, aber vielleicht auch im Kieferbereich spüren wir einen Druck bzw. eine Verspannung und die können wir jetzt ein ganz kleines bisschen loslassen mit Hilfe des Bodyscans. Danach die eigentliche Achtsamkeitsübung zusammen mit dem Atem, dann das Jesusgebet und schließlich das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, um all das, was heute so im Laufe des Tages war, zu überdenken, zu bedenken und in Gottes Hände zu legen. Suchen Sie sich, wenn Sie es nicht schon gefunden haben, eine möglichst bequeme Körperhaltung. Das kann durchaus im Sitzen sein, vielleicht auf einem bequemen Sessel oder einem Sofa, halb liegend, aber auch gerne ganz liegend. Aber wenn Sie lieber auf einem Meditationsbänkchen oder Kissen sitzen möchten, auch das ist alles völlig in Ordnung. Suchen Sie sich den Ort, an dem Sie möglichst angenehm diese Übung bestreiten können. Nehmen Sie zunächst einmal 2 oder 3 langsame, tiefe Atemzüge. Etwas langsamer ausatmen als ein. Und gerne noch 2 oder 3 weitere. Konzentrieren Sie sich im Bodyscan ruhig, aber ganz bestimmt auf verschiedenste Muskelpartien. Beginnen wir wie immer im Kopf, das heißt in der Stirn, der Augenpartie und den Wangenmuskeln. Versuchen Sie, die ein klein wenig zu lockern, zu lösen. Senken Sie den Unterkiefer ein klein wenig, so dass er locker hängt quasi. Dabei dürfen durchaus die Lippen sich etwas öffnen. Insgesamt ebenso, dass die Zähne von Unter- und Oberkiefer sich möglichst nicht berühren. Sollte Ihnen das etwas schwer fallen, dann nutzen Sie vielleicht so ein kleines Klopfen hier an der Seite auf den Muskeln, um dann so nach und nach den Unterkiefer ein bisschen hängen zu lassen. Es fühlt sich vielleicht etwas seltsam an, ist aber durchaus hilfreich. Senken Sie auch die Schultern zusammen mit den Armen. Die Schultern spannen wir im Laufe des Tages meistens an, um irgendetwas zu erreichen, zu schaffen, manchmal aus Ärger, manchmal aus Sorge. Lassen wir jetzt mal all die Anspannung in den Schultern, in den Armen los. Legen wir die Arme auf die Unterlage oder, wenn Sie sitzen, vielleicht auf den Oberschenkel, wenn Sie liegen, vielleicht mit gekreuzten Fingern auf dem Bauch, so wie es für Sie angenehm ist, lassen Sie die Arme locker liegen und auch die Schultern sich senken. Versuchen Sie auch die Muskeln vom Bauch etwas zu lösen, weich zu machen, loszulassen die Anspannung, die Sie vielleicht dort spüren, auch im Rücken und im Brustbereich.
versuchen Sie auch, die Muskeln im Gesäß und in den Beinen und Füßen etwas zu lockern und zu lösen. Das geht im Liegen natürlich relativ gut. Wenn Sie sitzen sollten oder hocken sollten, dann geht das natürlich nicht so gut, aber vielleicht lässt es sich ein wenig reduzieren, sodass Sie ein kleines bisschen die Anspannung dort lösen und nur quasi das Minimum an Anspannung brauchen, um hocken oder sitzen zu können. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihren Atem. Beobachten Sie Ihren Atem. Sie brauchen jetzt nicht in einer bestimmten Art und Weise zu atmen, nicht tief oder langsam wie vorhin, sondern so, wie Sie ganz natürlicherweise atmen, auch wenn Sie nicht daran denken. Wie immer, wenn man an den Atem denkt, das Wort Atem hört, atmet man in der Regel etwas bewusster, das darf sein, aber eben nicht noch darüber hinaus. Versuchen Sie in den nächsten Minuten mit Ihrer Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben. Versuchen Sie zu spüren, wie Sie ein- und ausatmen. Gehen Ihnen Gedanken durch den Kopf, so machen Sie sich dies bewusst. Denn als Mensch denken wir immer und immer und immer. Manchmal möchten wir zur Ruhe kommen und am besten nicht denken, aber nicht denken geht eigentlich gar nicht. Deswegen nehmen Sie den Gedanken, der jetzt da ist, einfach nur zur Kenntnis. Aha, ein Gedanke. Sie können kurz darauf schauen, worum es bei dem Gedanken geht, aber nicht vertiefen. Und ganz wichtig, auch versuchen Sie es nicht zu bewerten. Denn einerseits ist es nicht schlimm, dass Sie durch den Gedanken quasi abgelenkt sind, aber der Gedanke selber ist auch einfach nur ein Gedanke, weder positiv noch negativ. Also nicht bewerten, nur registrieren, dass da ein Gedanke war und dann wieder zurückkommen mit der Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen. Durch verschiedenste Geräusche in der Umgebung kann es sein, dass Sie sich abgelenkt, vielleicht gestört fühlen. Machen Sie sich aber bewusst, dass es bei dieser Übung der Achtsamkeit darum geht, egal was da ist, es einfach nur festzustellen. Und wenn es ein Geräusch ist, egal welches, dann stellen Sie fest, aha, da ist ein Geräusch. Ohne eine Bewertung.
auch ohne zu ergründen, woher es kommt oder was es bedeutet, sondern einfach nur, aha, da ist ein Geräusch. Und dann kommen Sie, wie gesagt, möglichst ohne eine Bewertung, wieder zurück mit der Aufmerksamkeit und beobachten wieder das Ein- und Ausatmen. Körperliche Empfindungen können auch manchmal da sein. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Immer wieder spüren wir vielleicht irgendwo ein Druckgefühl, ein Zwicken, ein kleiner Schmerz, vielleicht auch ein größerer. Vielleicht liegen wir ungünstig, dann sollten Sie sich natürlich etwas anders bewegen oder anders legen, damit dieser Schmerz vergeht. Sollten Sie auf einem Gebetsbänkchen oder Meditationsbänkchen hocken oder sitzen, dann wird Ihnen möglicherweise ein Bein einschlafen oder der Fuß. Dann bewegen Sie sich so, dass Sie wieder angenehm, bequem und ohne Beschwerden sitzen oder hocken können. Dann registrieren Sie auch hier einfach nur die Tatsache, aha, da ist eine Empfindung, ohne eine Bewertung, denn Empfindungen sind ganz natürlich. Und kommen Sie auch hier mit der Aufmerksamkeit wieder zurück zum Atem und schauen Sie, wie Sie ein- und ausatmen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen oder Gedanken, wenn Sie immer wieder, vielleicht sogar sehr häufig mit der Aufmerksamkeit wandern. Das ist etwas ganz Natürliches. Vor allem in der heutigen Welt, wo wir so viel jeden Tag zu beachten haben. Wir machen uns Sorgen und Gedanken. Wir müssen dieses erledigen und jenes. Ja, da wartet gleich noch etwas auf mich, aber Und dann sind wir mit unseren Gedanken ganz woanders. Das mag nicht schön sein, aber nicht schön in Anführungszeichen ist eine Bewertung. Also versuchen Sie nur zu registrieren, dass da Ihre Gedanken da sind, versuchen Sie sie nicht zu bewerten. Und wenn es eben irgendeine körperliche Empfindung ist oder irgendein Geräusch, dann auch wieder nur registrieren. Es ist nicht schlimm, egal wie oft es sein mag. Nur registrieren, nicht bewerten und mit der Aufmerksamkeit jedes einzelne Mal wieder zurück zum Atem.
Denken Sie nun an Jesus. Bauen Sie in Gedanken mit Ihrem Herzen eine Beziehung zu ihm auf. Sie können ihn vielleicht erst einmal begrüßen. Hallo Jesus. Oder ich möchte jetzt gerne mit dir meditieren. Wie immer Sie es anstellen mögen. Sie können das dann vertiefen mit dem Jesusgebet. Herr Jesus, erbarme dich meiner. Oder nur Jesus, erbarme dich meiner. Zum Beispiel beim Einatmen Herr Jesus oder Jesus mit dem Atem denken und beim Ausatmen zum Beispiel erbarme dich meiner. Versuchen Sie mit der Aufmerksamkeit in den nächsten Minuten beim Ein- und Ausatmen zu bleiben und beim Denken an Jesus und das Jesusgebet Herr Jesus, erbarme dich meiner. Ärgern Sie sich nicht, seien Sie nicht betrübt, wenn Sie auch beim Jesusgebet, bei der innigen Verbindung mit Jesus immer wieder abdriften mit der Aufmerksamkeit. Wir sind Menschen und Jesus war auch Mensch und war vielleicht auch mit den Gedanken nicht immer hundertprozentig da, wo er vielleicht sein wollte. Deswegen dürfen wir uns ein Beispiel an ihm nehmen und sagen, okay, du bist gut zu mir, ich bin jetzt auch mal gut zu mir. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich abdrifte mit meinen Gedanken, mit meiner Aufmerksamkeit. Ich stelle wieder nur fest, wo sind jetzt meine Gedanken oder wo ist meine Aufmerksamkeit und schaue, ob da eine Empfindung vielleicht war oder ein Geräusch, nicht bewerten und wieder zurück mit der Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen und dem Jesusgebet. Ich lade Sie nun ein zum Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, bei dem wir den vergangenen Tag bedenken, ihn vor unserem geistigen Auge vorüberziehen lassen und ihn dann nach und nach Gott abgeben. Beginnen wir mit einem Gebet. Guter Gott, am Ende des Tages komme ich zu dir. Du schaust mit Liebe auf mich und meinen Tag. Vor dir kann ich da sein, so wie ich bin. Lass mich in deiner Gegenwart auf meinen Tag schauen mit allem, was war. Wenden Sie sich nun liebevoll Ihrem Tag zu, so wie er war. Sie müssen sich nicht an alle Kleinigkeiten erinnern, lassen Sie aber das, was Ihnen einfällt, vor Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen. Ob Sie das chronologisch machen oder einfach nur das, was Ihnen einfällt, das bleibt Ihnen ganz und gar überlassen. Natürlich müssen Sie sich nicht an alles erinnern und auch hier möglichst nicht bewerten. Alles darf da sein.
einiges von diesem Tag wird Ihnen vermutlich jetzt relativ lebendig vor dem geistigen Auge erschienen sein. Dann können Sie das, was jetzt für Sie wichtig ist, aber auch Kleinigkeiten, Gott oder Jesus Christus erzählen wie einem guten Freund. Das Gelungene wie das Misslungene, das Erfreuliche wie das Unerfreuliche, das Angenehme wie das Bedrängende oder Bedrückende, vielleicht war Ärgerliches dabei oder Verletzendes in der einen oder anderen Richtung. All das können Sie nun Gott oder Jesus Christus erzählen. Übergeben Sie all dies vom heutigen Tag nun vertrauensvoll in Gottes Hände. Schauen Sie noch auf den morgigen Tag. Das, was Sie von morgen wissen, können Sie auch Jesus oder Gott erzählen. Egal, was es sein mag, einiges werden Sie wissen, weil es Routine ist, anderes wird für Sie unerwartet sein, hoffentlich Erfreuliches, aber auch manches Unerfreuliche. Bitten Sie Jesus oder Gott einfach darum, bei Ihnen zu sein, zur Seite zu stehen. Übergeben Sie auch den morgigen Tag in Gottes Hände. Bitten wir Gott zum Schluss noch um seinen Segen. Herr, segne und behüte mich. Lass dein Angesicht über mir leuchten und sei mir gnädig. Schaue auf mich und schenke mir deinen Frieden. Wenn Sie dieses Video, wie es ursprünglich geplant ist, am Abend schauen, vielleicht vor dem Zubettgehen, vielleicht auch schon im Bett oder in der Nacht, Sie sind aufgewacht und wollen wieder einschlafen und das geht von alleine nicht, dann gerne auch mit einem solchen Video, mit einer Entspannungsübung, einer Atemübung, mit einem Gebet. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Nacht und ein gutes Einschlafen. Aber es ist natürlich nicht verkehrt, sich dieses Video auch im Laufe des Tages irgendwann anzuschauen, einfach um zur Ruhe zu kommen von dem, was vielleicht gerade ebenso alles war. Dann möchten Sie jetzt vielleicht weitermachen, dann strecken Sie sich ein wenig, bewegen sich ein wenig, um die Muskeln und den Kreislauf wieder in Gang zu bringen und gehen Sie Ihrem weiteren Tagewerk nach. Ich wünsche Ihnen beim Einschlafen wie auch beim weiteren Gestalten des Tages alles Gute und Gottes Beistand und Hilfe. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann klicken Sie bitte wieder auf den Daumen nach oben. Das ermuntert mich immer sehr, wenn sehr viele auf den Daumen nach oben klicken, denn dann weiß ich, dass es gut angekommen und gerne wird es geschaut und damit sozusagen für das eigene Wohl etwas Gutes getan. Gerne auch den Kanal abonnieren und wenn Ihnen das ein oder andere wichtig ist, was Sie gerne in den Kommentaren schreiben möchten, dann tun Sie das auch gerne. Gerne auch weiter das Video teilen, auch das ist eine schöne Sache. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wie gesagt, eine gute Nacht oder einen weiteren guten Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.